Direkt gesund, der Podcast. Es gibt zwei Arten von Kuren. Entweder dient sie der Vorsorge, also der Gesunderhaltung oder der Genesung bei Krankheiten. Und jeder hat ein Recht darauf, wie Tatjana Fobian von der BIK beschreibt. Sie ist dort Kundenberaterin im Bereich Rehabilitation und Vorsorge. Im Prinzip kann jeder eine Kur durchführen. Das ist unabhängig vom Alter oder auch vom Krankheitsbild. Es muss halt eine Erkrankung vorliegen und der Arzt muss dem zustimmen, dass diese Maßnahme notwendig ist. Bei Vorsorgekuren steht die Verhütung von Krankheiten im Vordergrund. Es müssen aber bereits Anzeichen einer möglichen Erkrankung vorliegen. Sehr häufig geht es dabei um orthopädische Erkrankungen oder um das Herz-Kreislauf-System. Für viele ist der Begriff Kur immer mit dem stationären Aufenthalt in einer Kurklinik verbunden. Das muss nicht so sein, denn sehr beliebt sind ambulante Vorsorgekuren. Im Rahmen einer ambulanten Vorsorgeleistung hat man durchweg weniger Maßnahmen, die man vor Ort durchführt. Die stationäre Maßnahme ist kompakter. Ja, bei der ambulanten Vorsorgeleistung muss ich mich um Unterkunft, Verpflegung selber kümmern. Das heißt, im Rahmen des privaten Urlaubes führe ich eine sogenannte Vorsorgekur durch. Eine ambulante Vorsorgekur bedeutet also mehr Aufwand, aber auch mehr Freiheiten. Der Versicherte bucht sich im Vorfeld einen anerkannten Kurort in Deutschland oder gegebenenfalls im EU-Ausland. Sofern er dann eine Kostenzusage von der Krankenversicherung erhalten hat, wird er dann am ersten oder zweiten Tag seiner Vorsorgemaßnahme bei dem Badearzt am Kurort vorstellig. Dieser Badearzt führt dann eine Eingangsuntersuchung durch und stellt die erforderlichen Heilmitteltherapien aus. So wird Urlaub mit gesundheitlicher Vorsorge verbunden. Im Gegensatz dazu wird eine stationäre Kur von der Krankenkasse organisiert. Die Vorsorge ist ja im Rahmen des privaten Urlaubes. Und da ist ja meine Rahmengestaltung in dieser Zeit von mir ja abhängig oder von dem Patienten selber. Die hängt ja dann nur ab, wann meine Therapiezeiten sind. In der stationären Maßnahme wird ja im Vorfeld ein Therapieplan erstellt, zusammen mit dem Versicherten und dem dortigen Klinikarzt, abgestimmt auf das Krankheitsbild. Und letztendlich können das ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann auch krankengymnastische Übungen sein, Vorträge oder aber Gruppenprogramme. Hängt ganz von dem Krankheitsbild ab. Natürlich ist eine Kur auch mit Kosten verbunden, egal ob stationär oder ambulant. Diese Kosten teilen sich die Patienten und die Kassen. Wer zahlt was? Noch einmal Tatjana Fobian von der BIK. Bei der ambulanten Vorsorgeleistung zahlt die Krankenversicherung einen Zuschuss. Das kann bis zu 13 Euro kalendertäglich sein. Bei chronisch kranken Kindern bis zu 5 Jahren können das 21 Euro sein. Bei der stationären Vorsorgeleistung trägt die gesetzliche Krankenversicherung den vollen Kostenumfang. Das heißt, die Dauer für diesen Aufenthalt wird von der Krankenkasse gezahlt. Es ist lediglich hier ein Eigenanteil von 10 Euro kalendertäglich von dem Versicherten zu leisten. Bei der ambulanten Vorsorgekur muss der Versicherte die Kosten erst einmal selbst zahlen und bekommt im Anschluss den Zuschuss der Kasse. In jedem Fall ist die Nachsorge wichtig. Denn Ziel ist es ja, eine langfristige Verbesserung des Gesundheitszustandes zu erreichen. Dabei sind eventuell zu Hause weitere Maßnahmen notwendig.